Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit den aktuellen Fallzahlen. Da berichtet BangkokPost.com heute am 9. Januar 2022. Thailand verzeichnete 8.511 Neuinfektionen, den sechsten Tag in Folge mit einem Anstieg, sowie 12 weitere Todesfälle in den letzten 24 Stunden, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntagmorgen mit. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter, wenn ihr euch das nochmal alles in Ruhe durchlesen möchtet. Die Links findet ihr wie gewohnt unten in der Beschreibung. Dann habe ich noch einen Artikel rausgesucht, ebenfalls von BangkokPost.com. Eröffnung der neuen Sandbox-Provinzen am Dienstag bestätigt. Die drei südlichen Provinzen Surat Thani, Krabi und Phang Nga werden ab Dienstag im Rahmen der Sandbox-Formel Einreisende aus dem Ausland aufnehmen. Das Datum wurde in der am Samstag veröffentlichten Ankündigung der Royal Gazette bestätigt. Reisende können ab Dienstag nach Koh Tao, Koh Phangan und Koh Samui in Surat Thani und den gesamten Provinzen Krabi und Phang Nga einreisen. Besucher müssen das gleiche Protokoll wie die Sandbox in Phuket befolgen. Was bedeutet, dass sie nach ihrer Ankunft in registrierten Hotels einen RT-PCR-Test und 5 bis 6 Tage später einen weiteren Test durchführen müssen. Das Center for COVID-19 Situation Administration hat am Freitag die drei Provinzen in das Sandbox-Modell aufgenommen, um den angeschlagenen Tourismussektor über Wasser zu halten, nachdem es das quarantänefreie Programm Test and Go auf absehbare Zeit auf Eis gelegt hatte. Und ich überspringe kurz einen Teil. Thailand hat in diesem Monat bisher 1.855 importierte Fälle protokolliert, 1.166 davon über Test and Go und 538 über die Sandbox in Phuket, laut CCSA-Zahlen bis Samstag. Darunter waren sowohl thailändische als auch ausländische Staatsangehörige. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Dann habe ich noch einen Artikel rausgesucht von derphalang.com. Covid-Cluster. Chiang Mai schließt 23 Lokale. Chiang Mai. Der Gouverneur der Provinz Chiang Mai hat die Schließung von 23 Restaurants im Bezirk Muang Chiang Mai Stadt für 3 bis 14 Tage angeordnet, nachdem die Zahl der Covid-19-Fälle unter den Gästen der Gastronomiebetriebe ein besorgniserregendes Level erreicht hatte. In allen von der Schließung betroffenen Lokalen wurde Alkohol ausgeschenkt, betonten die Behörden. Auch der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Ja, was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu den vorgetragenen Themen in die Kommentare. Und ob die Sandbox-Erweiterungen für euch eine Option sind. In den letzten Tagen haben ja schon viele kommentiert, wie es bei euch weitergeht zum Teil. Viele haben storniert, viele haben umgebucht oder ja, möchten jetzt das Sandbox-Programm in Anspruch nehmen. Jetzt sind noch weitere Destinationen hinzugekommen. Wäre das für euch interessant, vielleicht eine Reise nach Krabi oder nach Phang Nga? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Das war es auch schon wieder von dem News-Update. Wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch allen noch einen schönen Tag, einen schönen Sonntag. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.